Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen endlich mal wieder zurück zu einem weiteren Video. Ja, heute geht's einfach mal darum, Leute zu ficken. Ja, im Prinzip ist es eigentlich, ich meine, guckt euch das an. Auch wenn es nur Bots sind, okay, es macht Spaß. Weil ich sonst einfach im Hintergrund immer verkacke, mache ich heute einfach mal ein paar Feeds. Und ich würde sagen, ja, das ist so ziemlich alles. Heute will ich einfach mal ein bisschen über Supply Drops reden. Ja? Also nicht über die Supply Drops an sich. Die sind nämlich eigentlich ganz eine ganz coole Idee. Immer diese Versprecher, Alter. Ich fuck up, Alter. So, pass auf, das Ding ist das, ja? Ich weiß nicht, wer das Spiel von euch von Anfang an gespielt hat, aber es war auf jeden Fall früher so, dass die Supply Drops früher richtig gut waren. Die normal. Nicht die seltenen oder wie auch immer, wie die heißen. Alle Supply Drops waren früher richtig gut. Dieses System hat mir wirklich gefallen, weil man konnte gute Sachen durch normale Supply Drops bekommen. Heute ist dies allerdings fucking nochmal anders. Es kommt nicht nur dazu, dass sie die normalen schlechter gemacht haben. Was noch dazu kommt ist, plötzlich kann man sich Supply Drops kaufen. Und das wurde so geschickt eingefädelt, ne? Es ist nicht so, dass du ausschließlich zu 100% immer Scheiße durch die normalen bekommst. So ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe schon die ein oder anderen gehört, die auch, keine Ahnung, früher die Schraubenschlüssel oder die ersten Sachen, die so auf den Markt damals gekommen sind, die bekommen haben. Ja, es kann gut sein. Jedoch. Oh. 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 War das gerade ein Quad? Oh, das war ein Quad. Oh. Shish. Ich erkläre euch mal, wie Treyarch bzw. Activision denkt, ja? Es ist nicht so, dass sie sagen, die Leute, die für... die kein Geld haben, die können sich ja auch die normalen erspielen. Dann haben wir ja für die auch die Möglichkeit. Nur die, die das schneller haben wollen, die können sich die kaufen. Genau dafür benutzen sie das. Sie wollen einfach... Heilige Mutter Maria Gottes im Himmel. Ich gucke ab und zu wirklich auch deutsche bzw. amerikanische COD-YouTuber, ja? Die öffnen so krass viele Packs. Und zum größten Teil bekommen sie nicht mal eine der neuen Waffen. Die geben um die weiß ich nicht wie viele Euro aus. Und nach dem 2000. Pack bekommen sie eine Waffe, die sie wollen. Sie wollen einfach vermeiden, dass die Leute sagen nach dem Motto, ey Digga, das ist voll die Geldmacherei, Alter. Ihr könnt das doch nicht machen. Weil dann kommen sie nämlich mit dem Argument, ja, aber ihr könnt ja auch die Supply Drops erspielen. Ja, wir sind gar nicht so geldgeil. Doch, ihr seid ziemlich geldgeil. Ist ja nicht so, dass COD das meistgekaufteste Spiel der Welt ist, so. Es ist so ungefähr, als würdest du zu so einem Typen sagen, der die Welt umsegeln möchte, ja? Okay, was er dafür braucht, ist ein, sag ich mal, ein schnelles Boot. Deshalb gibt er Geld für ein schnelles Boot aus. Und dann kommt irgendein Typ an und sagt, ey, Digga, bist du dumm? Du könntest doch auch einfach schwimmen. Das ist einfach nur sinnlos, okay? Klar könnte man schwimmen, um die ganze Welt zu umsegeln quasi. Die Frage ist, ob es Sinn ergibt. Oder zum Beispiel, sagen wir, es gibt ein Hochhaus, was ein Lichtjahr hoch ist. Ich weiß, es ist ziemlich unrealistisch, aber stellt es euch einfach mal vor, okay? Ein Hochhaus, was ein Lichtjahr hoch ist. Ein Hochhaus, was ein Lichtjahr hoch ist. So. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Treppe, das wären jetzt zum Beispiel in meinem Beispiel die normalen Supply Drops. Oder ein Lift, der 100 Kilometer pro Sekunde fährt. Da musst du, sag ich mal, 200-300 Euro nehmen, um den zu benutzen, ja? Hast du die 200-300 Euro so ungefähr bezahlt? Kannst du den Fahrstuhl nehmen und bist, sag ich mal, nach 20-30 Minuten da ungefähr. Ich habe keine Ahnung, wie lange Licht hier ist. Tut mir leid. So, jetzt kommt zum Beispiel ein Typ zu euch, ja? Oder keine Ahnung. Ich sag mal, der Verwalter von dem Hochhaus. Der Verwalter von dem Hochhaus sagt zu dir, oh, du hast kein Geld, um den Fahrstuhl zu bezahlen. Das macht doch gar nichts. Du kannst doch einfach die Treppe nehmen. Sag mal, wir sind doch keine Unmenschen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist... Ich meine, ergibt das für euch wirklich Sinn, sich jetzt Supply Drops zu kaufen? Für hunderte von Euros womöglich. Ihr kauft euch Supply Drops, ja? Das Spiel ist in einem Jahr zu 80-90% ersetzt worden durch das neue COD. Zu 80-90%. Da sind diese 100 Euro total dumm. Investiert. Meiner Meinung nach ist es sogar so. Ihr müsst euch einfach mal klar machen, das ganze Spiel in dem ganzen Umfang kostet 60 Euro. Du kannst dir im PlayStation Store, ich weiß nicht wie viele COD-Punkte holen, für fucking 100 Euro. 40 Euro mehr als das normale Spiel an sich. Für mich ist das immer noch einfach nur dämlich, okay? Und du kriegst dafür nichts außer eine virtuelle Waffe, die du nicht wieder verkaufen kannst, mit der du gar nichts machen kannst. Für mich ist das die komplette verkackte
Scheiß Abzocke mit der Fackel. Oh, scheiße. Ich erkläre euch jetzt einfach mal ganz kurz am Ende des Videos, wie ihr die Waffen spielen könnt, ohne Geld auszugeben. Ist das nicht schön? Ist ganz einfach, ja? Also, ich verlasse jetzt mal ganz kurz das Spiel, ja? So, was ihr nun macht, um die neuen Waffen zu, ich sag mal, zu testen vorerst, ja? Ihr geht auf Spiel einrichten, Spielmodus ändern, auf Community, also in einem eigenen Spiel, dann auf beliebt. Was ist denn jetzt da los? Ist jetzt gerade scheiße. Normalerweise müsste jetzt hier bei beliebt, Trend oder ganz viele Spiele von irgendwelchen Leuten der ganzen Welt, die ihre, sag ich mal, gezogenen Waffen dort reingestellt haben. Ihr müsst einfach nur draufklicken. Das Spiel lädt sich dann automatisch und dann könnt ihr, sag ich mal, die Waffen spielen, die dort in der Beschreibung stehen. Das war's eigentlich. Dann könnt ihr gegen Bots diese Waffen spielen. Ganz einfach. Easy peasy, lemon squeezy. So, ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Macht euch bereit für das Internet High Five. 3, 2, 1. We'll be right back.